Leute und herzlich willkommen zurück bei Videos von mir. Ja, nach all der Zeit. Oh, es hat so lange gedauert, aber endlich, ich habe wieder WLAN, ich habe wieder Internet, ich habe endlich mein Zeug aufgebaut. Ach, ist das schön. Es tut mir leid, dass nichts im Hintergrund ist. Ich habe jetzt einfach auf die Schnelle das hier aufgenommen. Ich bin einfach so froh, dass ich wieder zurück bin. Es hat einfach so lange gedauert. 2 Monate war ich jetzt weg. Für mich eine harte Zeit. Ich konnte die ganze Zeit nicht aufnehmen. Warum, wisst ihr ja durch die Update-Videos. Es war einfach eine schwere Zeit für mich, aber ich bin froh, jetzt wieder zurück zu sein. Das muss man einfach erstmal kurz verarbeiten. Also, Leute, ab heute kommen wieder Videos von mir. Ich hau ab morgen auch wieder Gaming-Videos raus. Das hier ist jetzt nur so ein kleines Welcome-Back-Video, wo ich auch nochmal ganz kurz rede, wie jetzt hier mit den Projekten ablaufen wird. Also die werden jetzt alle fortgeführt vom Punkt an, wo ich sie aufgehört habe. Ich habe außerdem noch ein anderes Projekt für euch jetzt neu, zwei sogar. Einmal Operation Tango. Ich weiß übrigens, dass das Haar da vom Avatar durch den Hals geht. Das ist etwas, was ich beheben muss. Ja, ich habe vor dem Flutunglück mit Yannick von Akadari Operation Tango gestreamt und dazu die Folgen, während ich aufs Internet gewartet habe, bearbeitet. Ich könnte sie jetzt auch direkt hochladen. Das mache ich aber erst nächste Woche. Ich will jetzt erstmal ein neues Projekt bringen, was jetzt durchgängig kommen wird. Nämlich No More Heroes 3. Jetzt habe ich schon ein paar Folgen aufgenommen und ich kann euch versprechen, dass die lustig werden. Ich habe nämlich direkt in den ersten Folgen schon einen Pannen hingelegt. Ich haue heute Abend so gegen 17 oder 18 Uhr, muss ich noch gucken, noch ein Video raus, wo ich explizit bzw. ausführlich über meine gesamte Situation zu der Flut nochmal reden werde. Halt, wie es mir ergangen ist, was an dem Abend war, wie mein Leben da verlief. Darüber werde ich alles reden. Ich werde dann auch im Hintergrund so eine Dia ablaufen lassen, wo ihr verschiedene Fotos sehen könnt, die ich gemacht habe von dem Unfallort, nenne ich es jetzt mal, beziehungsweise dem Flutort, so einen besseren Überblick bekommt, wie das alles jetzt war, wie sehr die Schäden waren. All das werde ich drüber reden. Ich werde das jetzt auch direkt aufnehmen. Ja, aber ich freue mich so sehr, wieder zurück zu sein. Ich kann wieder aufnehmen, ich kann wieder hochladen, ich kann auch wieder streamen. Also die Leitung ist dafür gut genug, die ich jetzt habe. Und ich hoffe, ihr feiert mein Comeback genauso sehr wie ich selber. Und meine Kollegen natürlich. Also die haben mir auch ständig gesagt, dass sie sich freuen, wenn ich wieder da bin. Ja. Das wollte ich nur mal eben kurz sagen. Hinterher gibt es ein Video zu der Flut. Ich habe keine Ahnung, wie lang das wird, weil ich ja ausführlich drüber reden werde. Also, bis später. Tschüss.